Hallo Freunde, die Leute vom Magazin Fluter.de sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, passend zum allweihnachtlichen Konsumwahnsinn, ein Video zum Thema Kontrakonsum als Teil eines Beitrages auf Fluter.de zu drehen. Na logisch habe ich da Lust. Dieses Video hier ist jetzt eins von zwei Videos in diesem Beitrag in der Rubrik Streit. In diesem Video nehme ich wie gesagt den Standpunkt Kontrakonsum, Kontra-Weihnachtskonsum ein. Mein Kontrahent, Mr. Wissen2Go, wird in seinem Video den Standpunkt Pro-Konsum einnehmen und dabei auch auf dieses Video hier eingehen. Dazu am Ende aber nochmal mehr. Was ihr gerade seht, sind Aufnahmen aus der Schildergasse in Köln, eine der größten Fußgängerzonen des Landes, an einem verkaufsoffenen Sonntag kurz vor Weihnachten. Und hey, alles sieht sehr nett und freundlich und einladend und weihnachtlich aus. Die Menschen sind auf der Suche nach Geschenken, um damit zu Heiligabend ihre Liebsten zu erfreuen. Die Realität ist, dass das eine arg romantisierte Vorstellung ist. Viel eher geht es doch darum, unser ohnehin krankhaftes Konsumverhalten noch mal ein Stück weiter auf die Spitze zu treiben. Die Industrie hat sich das irgendwann so ausgedacht und wir normalen Menschen machen da scheinbar auch gerne mit. Vielleicht ist dieses Fest der Konsumwut mal ein ganz guter Anlass, sich Gedanken zu machen über dieses System, was dem zugrunde liegt. Denn egal wie schön das auch alles sein mag und wie gut wir es auch meinen mit unseren Geschenken, diese Konsumkultur ist Teil eines riesengroßen Problems, das uns am Ende halt vielleicht Kopf und Kragen kosten könnte. An dieser Stelle, ich möchte hier nicht für absoluten Konsumverzicht eintreten, sondern für einen bewussteren Konsum. Dazu müssen wir erstmal unterscheiden zwischen ordentlichem, vernünftigem, sinnvollem Konsum, der wirkliche Bedürfnisse befriedigt, auf der einen Seite, und unvernünftigen Konsum, der einfach nicht sein müsste, auf der anderen Seite. Ein ganz einfaches und naives und vielleicht auch ein bisschen übertriebenes Beispiel wäre, yo, es ist sinnvoll, sich ein paar Schuhe zu kaufen, damit man im Winter nicht barfuß raus muss. Es ist nicht sinnvoll, sich ein zweites Paar Schuhe zu kaufen, nur weil einem das erste Paar irgendwann nicht mehr gefällt. Das ist jetzt auch ein Knackpunkt, weil jetzt kann natürlich Person X kommen und sagen, yo, wir leben in einer freien Welt. Wenn ich Lust darauf habe und es mir Spaß macht, mir ein zweites Paar Schuhe zu kaufen, was ist dagegen einzuwenden? Und da hat diese Person X auch erstmal recht mit. Das ist im Prinzip die Definition von Wohlstand oder Luxus, dass wir uns mehr gönnen können, als eigentlich nötig wäre. Das Problem ist allerdings, dass genau dieser Lebensstil jetzt gerade sehr, sehr destruktiv ist. Schon jetzt bräuchten wir laut Global Footprint Network eigentlich 1,6 Erden, um den Bedarf an Ressourcen für unser menschliches Treiben langfristig decken zu können. Würden alle Menschen auf der Erde so leben, wie wir Deutschen es tun, dann wären es schon über 3 Erden. By the way, wir haben weder 1,6 noch 3 Erden. Die Realität ist, wir konsumieren von Jahr zu Jahr mehr und mehr und mehr. Und das müssen wir auch, damit unser Wirtschaftssystem weiterhin so funktioniert, wie es funktioniert. Denn unser Wirtschaftssystem ist von Wachstum abhängig. Wir müssen jedes Jahr mehr produzieren und mehr konsumieren als in dem Jahr davor, damit unser Wirtschaftssystem weiter funktionieren kann. Das hat bis jetzt auch immer ganz gut funktioniert. Der technische Fortschritt gibt uns auch die Möglichkeiten dazu. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, was ich gerade schon erwähnt habe. Wir leben schon jetzt massiv über unseren Verhältnissen. Das kann so schon nicht gut gehen. Es gibt eine Menge Berechnungen, die voraussagen, dass es irgendwann zwischen 2030 und 2100 aufgrund dieser paradoxen Situation zu einem großen wirtschaftlichen Kollaps kommen wird. Nicht so wie die Finanzkrise von 2007, sondern ein ganz anderes Kaliber, einfach aufgrund der Tatsache, dass unser Wirtschaftssystem aufgrund der begrenzten Ressourcen auf der Erde nicht mehr gespeist werden kann. Jetzt trotzdem immer weiter an der Wachstumsschraube zu drehen und das tut so ziemlich jeder Einzelne von uns, indem er weiterhin bedenkenlos seiner Konsumwut frönt. Das ist so ziemlich das Dümmste, was wir machen können. Wenn wir jetzt mal die ganzen globalen Konsequenzen unserer Konsumwut außer Acht lassen und mal nur auf uns selbst schauen, dann ist es auch immer noch so, dass wir durch das ganze Zeug, was wir kaufen, nicht glücklicher werden. Vergleicht Person X von vorhin, die sich ein neues Paar Schuhe kaufen will, mal mit einem Raucher, der Lust auf eine Zigarette hat. Vielleicht fühlt es sich im ersten Moment wirklich erstmal gut und richtig und befriedigend an, die Zigarette zu rauchen, aber im Endeffekt wären wir uns doch alle einig, dass es besser wäre, einfach mit dem Rauchen aufzuhören. Die Alternative ist ein minimalistischer Lebensstil. Was das Konsumverhalten angeht, beschränkt man sich auf die wirklich nötigen Sachen. Man kauft sich selten Sachen, dafür Sachen, die gut sind und lange halten. Das spart Geld, ist besser für die Umwelt. Ich selbst versuche seit ungefähr einem Jahr so zu leben und es ist wirklich so, dass man irgendwann an diesem Punkt ankommt, an dem man anfängt, sich daran zu erfreuen, nicht zu kaufen, anstatt zu kaufen. Klingt erstmal komisch, ist aber wirklich so. Generell fällt es einem, finde ich, auch irgendwie leichter, sich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen, wie zum Beispiel an dem schönen Wetter. Klingt auch erstmal komisch, ist aber auch so. Und genau dieser Grundgedanke gilt doch zu Weihnachten ganz besonders. Weihnachten, das Fest der Besinnlichkeit. Man besinnt sich zurück auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Man verbringt Zeit mit den wichtigsten Menschen, mit Freunden, mit der Familie. Man kommt zur Ruhe. Das ist der eigentliche Sinn und Grundgedanke des Weihnachtsfestes. Und genau dieser Grundgedanke geht auch vollkommen verloren, wenn wir uns Jahr für Jahr durch die Fußgängerzonen des Landes hetzen, um irgendwelche Geschenke aufzutreiben und uns selbst letzten Endes auch mehr auf die Geschenke unterm Tannenbaum freuen, als auf die schöne Zeit mit den Menschen. Ich glaube, wir sollten generell einfach versuchen, Weihnachten wieder mehr im ursprünglichen Sinne zu sehen. Uns weniger auf die Geschenke unterm Tannenbaum und mehr auf die schöne Zeit, auf ein paar ruhige Tage, auf gutes Essen und die Menschen zu freuen.
So viel zu meiner vorweihnachtlichen Konsumkritik. Wie schon erwähnt, ist dieses Jahr eins von zwei Videos gewesen. Wenn ihr jetzt hier klickt, kommt ihr zum Pro-Konsum-Video von Mr. Wissen2Go. Solltet ihr euch jetzt unbedingt anschauen. Danke nochmal an die Leute vom Fluter-Magazin, durch die dieses Projekt hier zustande gekommen ist. Fluter ist ein Magazin-Online-Magazin von der Bundeszentrale für politische Bildung. Solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, falls euch das nichts sagt. Die haben eben einerseits eine Website, das Online-Magazin fluter.de, wo täglich neue Beiträge erscheinen. Andererseits eben ganz oldschool ein Magazin in Papierform, welches ihr kostenfrei abonnieren könnt. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut.